So, ach so. Reifen soll ich nicht. Erstmal hallo, was geht? Ihr seht, ich habe irgendwie mein Oberteil verlegt, deswegen danke an Mac schon mal für die Leihgabe. Heute Felgen, obwohl damit wollten wir gar nicht anfangen, ne? Wir müssen ja mal noch was mit unserem Unfall dazu tun. Genau, eben. Der Unfall muss erstmal richtig beseitigt werden, es muss alles montiert werden. Und dann später gibt es die Felgen, ne? Brauchen wir wieder eine Spannungskurve, ne? Roter Faden, ihr kennt es. Haben die Leute die schon gesehen, ne? Ganz andere. Oh, oh, Alter. Oh, Alter. Steht immer noch so wie vom Saftix-Dreh. Übrigens sehr gutes Video, ne? Mhm. So, ja. Haben Sie die schon gesehen? Weiß ich nicht. Wir können sie ja jetzt einmal kurz thematisieren. Mhm. Sind schön. Bevor es dann losgeht mit der Stoßstange wieder. Alex, ne? Dankeschön. Alex, genau. Hier unser Reifenmann des Vertrauens, Alex. Grüße gehen raus an dich. Der hat uns mal eben hier einmal gebrauchte Winterreifen raufgezogen, schöne Continental, Alter. 295 auf einer 11er Felge. Das sind Dinger, ey. Das sind ganz wilde Dinger und vorne haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, ne? Kleiner Größenunterschied, hier Breitenunterschied, haben wir uns nicht lumpen lassen, das sind neue Winterreifen für vorne. Hinten war uns das Ganze ein bisschen zu teuer, deswegen sind wir auf Kleinanzeigen ausgewichen. Aber da auch natürlich für das Beste entschieden, Continental. Das hat Grip, das hat hier schon der 8 bewiesen, der hat dieselben Räder drauf. Ja, MAE Fakes, muss man nicht viel zu sagen, ne? Kennt man. Kennt man schon mal gesehen auf dem Auto. Hat man schon mal gesehen, gut in 20 Zoll, bisschen unterdimensioniert, aber Hauptsache MAE, ne? Ist vielleicht für den Trip auch gar nicht so verkehrt, ne? 22, die brechen ja ab und zu, habe ich gehört jetzt. Was sagt ihr dazu? Sind das Original-MAEs oder so Nachbauten? Hier gibt es auch Beschleunigungslöcher drin. Zack, zack. Ja. Bis nach Dänemark sollte das reichen, ne? Ja, Dänemark spätestens, ne? Also diesmal sind wir natürlich auch ein bisschen schlauer als in Kroatien. Gut, in Spanien waren wir ja schon schlau, da haben wir ja 4 Räder mitgenommen. Diesmal werden wir natürlich 2 vollwertige Ersatzräder mit vernünftigen Winterreifen mitnehmen. Felgen habt ihr gesehen, jetzt geht's weiter mit der Stoßstange, ne? Da ist schon wieder was passiert, ne? Wir haben die ja eigentlich so raufgesteckt, aber angeblich gibt es hier in Norddeutschland manchmal Erdbeben und irgendwie ist es runtergefallen, ne? Ach, Steuergerät, ja, hole ich kurz, ne? Da ist es ja. Ah, sehr vorbildlich, Bobi, finde ich gut. Weißt du, ich muss ein bisschen lenken, ne? So wäre auch heftig, ne? Doppel, ja. Zwillingsbereifung. Ja, Träger, ne? Full Pull. So, auf jeden Fall haben wir hier das Steuergerät. Der liebe Reik, unser Kodierer des Vertrauens, hat mich auch schon kontaktiert. Falls das Ganze nicht funktioniert, ne, sollen wir nur ihm einmal kurz, ne, eine Nachricht schreiben oder ihn anrufen. Dann lockt er sich einmal mit der SD ein und kodiert uns das. Über TeamView, ne? Gar kein Thema, ne? EB-Coding. So, auf jeden Fall ist die Stoßstange runtergefallen. Wir können uns echt nicht erklären, wie es passiert ist. Ich glaube, wir haben das nur da so hier in die Dinger reingelaxt da. Und tiefer, was damit? Hm? Haben wir schon was von tiefer gesagt? Tiefer? Ja, wir gucken gleich mal, wie das mit den Felgen da aussieht, ne? Ob der Abstand da auch geringer wird zwischen Kotflügel und Reifen. Ansonsten müssen wir da nochmal mit der SD ran, ne? Luftfahrwerk, ne? Standardprogramm, ne? Ist ja. 3-4 Mal am Tag macht man das hier so. Dein Outfit ist noch verdeckt. Oh. Tut mir leid, Leute. Ist ein bisschen kalt auch hier drin, ne? Haben wir eigentlich so ein Standard-Intro? Nö, ne? Das kann man aber eigentlich ausbauen, das Intro. Ja. Weil wir vielleicht auch nochmal irgendwie so Fahrszenen machen. Leider. Unser Creative Producer, Filigran, ist nicht da. Der, komisch, ne? Ich glaube, der hat Urlaub oder so. Scheinwerfer rauf, Steuergerät rein und dann gucken wir mal, ob wir endlich Licht haben, ne? Ist das das Neue? Das ist das Neue, genau. Richtig. Neu gebraucht, ne? Wir sind ja, ihr wisst, wir leben immer am Limit. Ja. Im Kühlschrank machen die Mäuse Klimmzüge, ne? Hauptsache, dass wir zum Nordcup können. Gut. So. Moin, moin. Das geht immer noch nicht. Mann, Max, alles ist kaputt bei dir. So, neues Steuergerät ist drin. Jetzt gucken wir mal, ob die Erleuchtung kommt, ne? Das wäre es natürlich. Oh. Ist er an? Ja. Ist er an? Ja. Jetzt echt? Ja. Zumindest einer. Was ist mit dem? Der ist nicht angesteckt. Oh, komm. Den haben wir nur zu Showzwecken mal eben reingeschoben, ne? Geh rein hier, du. Ja. Ja, das ist es. So, gut positionieren wir. Ungefähr so haben die das in Stuttgart auch gemacht. Zack, zack. Jetzt Bobby. Oh, ich halte beide drauf, ich bin drauf. Bobby. Oh yeah, Bobby. Baby. Das ist heftig. Sind zwar komplett unterschiedliche Lichtfarben, aber top. Dann müssen wir nochmal zu Saftig zum Lichttest, ne? Haben die so einen Lichttester? Machen die auch TÜV?
Wieso hat das Ding jetzt da so ein Orangenlämpchen und hier nicht? Anders kodiert. Im Steuergerät, das ist dann abgelegt, ne? Jetzt blinkt's. Oha! Die dynamischen, Digga, die sehen aber echt heftig aus. Boah. Sieht echt geil aus, ne? Vielleicht müssen wir da wirklich nochmal kodieren. Rauskodieren am besten, weil ich finde das sowieso dumm. Okay, aber Blinker funktioniert, das Leuchtmittel funktioniert. Mhm. Das heißt, es kann eigentlich nur noch an der Kodierung liegen. Okay. Okay, zusammenbasteln. Jo. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao. So, wir dachten natürlich, wir klatschen mal eben die Stoßstange ran und widmen uns den Felgen. Aber nein, so einfach nicht. Nee. Also, wo fangen wir an? Zum einen hat hier DM Autoteile, ne, bekannter Bodykit-Lieferant, etwas verkackt. Und zwar die schönen Tagverlichter hier waren eigentlich hier dabei und wurden vergessen zu liefern. Deswegen mussten wir uns jetzt hier auf die alten berufen. Da sieht das einigermaßen gut aus. Oh ja, den Stecker hier, ne? Ne? Da geht der Stecker hier schön mit Kontaktspray. So. Och nee. Was ist Kontakt? Ah! Bobble, nein. Wie konnte das denn jetzt passieren? Oh, der ist abgebrochen. Nein. Oh nee. Zum Glück auf der Seite. Abgebrochen und hier wurde irgendwas gepfuscht, ne? Weil das ist die Seite vom Fahrzeug und das ist die Seite von den Lampen. Kann uns eigentlich nur der Verkäufer weiterhelfen, ne? Osama, wie sieht's aus? Ja, bitte. Moin, hier ist Max, Eiko. Na? Na, du, wir drehen gerade Video und wir wollten die linke Tagfahrleuchte wieder anklemmen, aber die Stecker passen irgendwie nicht. Weißt du irgendwie, ob da ein Adapter noch irgendwo dazwischen kommt? Boah, da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut in der ganzen Zeit. Keine okay. Also das müsste wahrscheinlich sein, weil der werksmäßig hat der Nebel eigentlich, glaube ich. Ja, okay. Ja, sonst gucken wir nochmal. Ansonsten löten wir das einfach. Aber muss ja eigentlich ein Widerstand rein, oder? Ja, müsste eigentlich auch mit rein, ne? Wegen LED, ne? Okay. Gudi, bis dann. Schönen Abend noch. Ciao, mach's gut. Ciao. Wollen wir den Vorvorbesitzer anrufen? Ich steige aus dem Panamera. Ja, hier wird das bestimmt drin liegen, ne? Ja. Oh, moin moin. Hat wirklich alles reingeschmissen, selbst die Glasscherben. Kabel, eher Fehlanzeige. Na gut, dann müssen wir es wohl zusammenlöten und eine Fehlermeldung riskieren. Hm. Gut, nach ausgiebigen Testen haben wir das jetzt für gescheitert erklärt und haben sie jetzt einfach abgestöpselt gelassen, ne? Erstmal ja. Erstmal schon, ne? Bis wir die Lieferung bekommen, denke ich mal, ne? Bis wir die Lieferung bekommen und dann lohnt sich das Ganze auch da anzuklemmen und mit vernünftigen Widerständen zu verkabeln. Gut, Passgenauigkeit muss ich sagen von der Stoßstange richtig geil. Auf der Seite, wo jetzt kein Unfall war, guckt euch die Flucht an hier. Das ist, also... ein Träumchen, ne? Für Zuliefererqualität, sag ich mal. Und auf der Seite, ja, ausbaufähig, ne? Irgendwo drückt er hin doch, ne? Der Schuh. Man bräuchte natürlich jetzt einen neuen Kotflügel, aber ja, zweckgemäß wird das hier repariert und Hier sitzt er ja ganz gut eigentlich. Da sitzt er, okay. Haube müssen wir jetzt nicht schließen, die müssen wir eh noch spachteln und so. Jetzt würde ich sagen, rauf auf der Bühne und endlich die Felgen rauf. Ne? Darauf habt ihr alle gewartet, deswegen seid ihr hier auf das Video gegangen. Ne? Genau, ich auch. War da auch sehr gespannt drauf, weil das wird das Auto mal ganz anders dastehen lassen. Das schiebt ganz anders. Ganz anders. So, Auto geht nicht auf neutral auf Zündung, deswegen lasse ich mich nicht lumpen, mach die Kamera an. Ja gut, hier starten wir, ne? Ja, das ist es. Aber was ich ist glaub, denn? Nee, warte. Das hat mich voll gut. Die Steuerkette. ABS. Wischwasser nachfüllen. Okay, der Trip ist gescheitert. Oh, Parklicht vorne rechts. Ja, da ist das Leuchtmittel defekt. Aber das waren auch alle Fehleranzeigen hier, Fehlercodes, ne? Rollst mal einen vor, oder was? Oh. Geht auch, ne? Fernlicht geht auch, geil. Und normales Licht? Sogar die Leuchtweitenregulierung ist ja perfekt auf einer Linie. Na schön. Oh ja. Ist auch stürmisches Wetter heute. Die Glühkerzen sind noch top. Die Steuerkette ist ein Flop. Ja. Weiter geht's mit den Felgen. Yay! Was macht der da? Der ist ein bisschen Druck hat, ne? Okay. Das Luftfahrwerk macht einen echt guten Eindruck. Ist auch nicht abgesagt, so eine ganze Zeit jetzt. Nee, das ist echt gut. Jetzt bumsen wir das erstmal mit einer schönen Tieferlegung.
Na gut, auf jeden Fall haben wir euch jetzt vorenthalten. Felgen sind drauf, Winterfelgen, also die vorherigen sind runter. Mhm. Hast du, ja. Wollen wir dir zeigen? Ja, wir zeigen die. Das sind sie, ne? Ihr habt sie ja eben schon gesehen. Also das sind sie jetzt auf dem Auto, ne? Schick. 20 Zoll, wir sehen, hier oben haben wir noch ein bisschen Platz. Wir könnten noch ein bisschen upgraden eigentlich. Zeig mal. Oh ja. Ja, ne? Oh ja. Da ist noch ein bisschen Platz. Aber das Highlight ist natürlich die Hinterachse, ne? Das, da haben wir ordentlich Tiefbett hier. Da kann man fast eine Cola-Dose verschwinden lassen, genau. Und die Breite, 2,95, da seht ihr es. Warte. Boah, guck mal, ja, genau. Den Stance-Look. Oh. Den Stance-Angle hier. Sehr dunkel, aber schön. Ja, sieht man das? Man sieht es irgendwie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja. Seht ihr, wie das kommt? Das kann gut das kommen. Das sind solche Dinger. Man sagt ja, im Schnee hat man eher mit geringeren Reifendicken oder breiten Fraktionen, aber wir haben uns hier mal für die Breite entschieden. Wir haben uns für das Gegenteil entschieden, ne? Genau. Schön, perfekt. Damit haben wir wenigstens auf trockener Straße dann richtig schön Grip. Das ist wichtig. Genau, und jetzt würde ich sagen, mal runterlassen, mal gucken, wie das wirkt. Die Nabendeckel haben wir jetzt erstmal abgelassen, weil wir die natürlich noch nachziehen müssen, ne? Standesgemäß. Richtig. Wie heißt der Schlüssel nochmal? Ich komme da gerade nicht drauf. Drehmomentschlüssel. Ja. Ah. Mann, so lange jetzt in der Ausbildung und da fallen mir die einfach noch manchmal nicht ein. Ne? Ja, das kann auch mal im dritten Layer passieren. Ja, klar, kann auch passieren. Ja, bin mal gespannt hier. Ne? Wie weit geht er? Wie tief kommt er? Wahrscheinlich nicht so tief. Komm. Was ist das für ein Geländebock? Aber so vom Stand sieht das eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Vom Stand, ne? Ja, vom Stanny, vom Fady Man. Aber der war ja auch relativ hoch, muss ich sagen. Okay, ne? Doch ein bisschen drüber. Und vorne? Ja, vorne. Nochmal vorne. Ich glaube, vorne, da haben wir genug Platz. Oh ja. Ja, ne, da geht noch was. Ja. Ich glaube, wir sollten ihn auch einmal starten, dass er sich auf das Level so kalibriert. Eingroovt, ne? Du kannst auch mal das PDC überprüfen, ob das geht. Ach so, ja, stimmt. Weiß ich nicht. Wird immer besser, ne? Von Start zu Start. Die Steuerkette kürzt sich. Ja. Ah, oh. Da sieht es auch schon wieder. Wow. Die PDC funktioniert. Ja? Ja. Aber hinten jetzt. Aber hinten oder vorne auch? Vorne auch. Piept er? Ja, piept. Gut. Oh, ich habe das Gefühl, er ist noch ein bisschen gekommen irgendwie. Pass auf den TT auf. Aber vom Pitband, kannst du mal bitte das ja, einfangen? Hab ich hast du eingefangen? Als du so gewollt bist, das sah echt heftig. Digga, das sieht echt krank aus. Vor allen Dingen, die sieht man auch im Rückspiegel einfach. Ja. Weil so einen dicken Kotflügel, die musst du ja erstmal schaffen, ja, auszufüllen. Das musst du erstmal ausfüllen, genau. Das ohne Schleifen, ne? Auch so ein bisschen nach Offroad, ne? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen offroadig. Weil der Winterreifen diese Dinger drin hat hier. Nee, ich find's geil. 187. Bei uns wäre stolz auf uns. Super, von hier bitte diese Optik. Ich komm. Diese Räder. Alter. So richtige Panzer, Junge. Was sind das für Galoschen, ey? Okay, ja. Jetzt versuchen wir den Bock ein bisschen tiefer zu kriegen. Tschüss. Okay. So, Codierung, Alco Coding. Hier haben wir die Niveaukalibrierung und hier gehen wir mal schön auf Minus, ne? Und dann gucken wir mal, was wir hier rausholen können. Oh. Schreibt es in die Kommentare. Einfach mal so reingedroppt. Einfach mal sagen. Lasst ein Like da. Woo! Vorne links senken, das finde ich. Achso, oh, das muss man auch lesen können, ne? Kann man. Ja, das ist halt das angefahrene Niveau, das soll eigentlich 0 sein. Und dann sieht man jetzt vorne links, wie er runtergeht. Ja, es ist sehr minimal, ja. Das ist da 1 cm runter. Echt? Soll ich mal 2 machen? Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel das zulässt. Achso, man muss dann ja abnehmen wieder am genau, Ende. Genau, ne? Man muss dann einmal die Daten eintragen und dann gucken, ob das Steuergerät das übernimmt. Es gibt bestimmt noch eine andere Variante, aber die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das ist 20 mm. Ja, das ist schon eine Richtung, die aus? Man sich bewegen soll. Das ist noch okay. Ja, wenn man so nah dran steht, dann sieht man das nicht so. Ja, das ist schon sehr tief. Das ist schon sehr tief. Wenn du es mit der anderen Seite vergleichst. Ja. Ja. Hinten links, ja. Da würde ich sagen 10, oder? Wenn überhaupt. Ist so geil bei Luftfahrwerk. Wie viel ist das jetzt? 10. Ja. Ah, erfolgreich. Das geht also. Also das Niveau könnten wir jetzt fahren. Ich würde sagen,
Wir versuchen jetzt die maximale Tiefe herauszuholen. Ja. Das ist auch komplett wieder unsinnig, ne? Wir fahren da im Norden in Schnee und wir wollen schon wieder so einen tiefen Lachs hier hinstellen. Das bringt eigentlich nichts. Nee. Aber sieht heftig aus am Nordkap, ne? Aber wir sind halt. Die Eisbären, die feiern das. Felgen, Fahrwerk, Höhe und so, wir sind halt dem ganzen Thema verfallen, ne? Ja. Wir können ja die SD, die nehmen wir natürlich mit, so. Wenn es dann ein bisschen offroadiger wird, dann setzen wir wieder hoch, ne? Ich gucke jetzt wieder hoch in die Wolken, ne? Gut, von daher würde ich sagen, das war's an dieser Stelle von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann wie immer ein Daumen, Glocke. Ich brauche das gar nicht erwähnen, ihr wisst es selber. Und ich gebe euch jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen von draußen. Jetzt ist leider dunkel mit den schicken neuen Felgen und ja, der halbwegs instand gesetzten Front. Genau, lasst ein Kanal-Abo auch beim Bobbel da, ne? Ist auch gratis, ist auch gut für euch, ne? Ist auch gratis. Ja, genau. Bei dir geht's im Übrigen weiter, ne? Stimmt, nächstes Mal bei mir wieder. Genau, ne? Bei dir, was da geplant? So eine Standheizung könnte man ja hier nicht verbauen. Standheizung, ne? Stimmt, weil die serienmäßige, die funktioniert garantiert nicht mehr. Ne. Genau, die kommt bei Bobbel auf dem Kanal. Bis dann, habt einen schönen Tag und tschüssi. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt's mal in die Kommentare. Genau. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare. Jo, ja. Tschüss. Ciao.